Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Stellwerksim. Wir sind heute in Osnabrück. Und ich habe einen Displayausfall. Das sieht man vielleicht hier. Bin hier schon so ein bisschen drin. Es hat geheißen, die Reparaturen beginnen. Oder ich glaube, das ist jetzt gerade Reset. Machen gerade irgendwie alle Displays. Ja, schön. Sehen wir das heute auch mal. Das ist ein First für mich. Ja, also wir haben Osnabrück, Oberer Bahnhof, Unterer Bahnhof. Es hat mehrere Kurven hier drin. Wir haben hier die Bremer Kurve, wir haben hier die Münsterkurve, wir haben hier die Klus-Kurve. Und wir haben noch die Schinkelkurve, wir haben die Löhnerkurve, Stahlwerkskurve, Kurven ohne Ende. Okay, Display sind wieder einsatzbereit. Sehr gut. Wenigstens eine Sache, die wieder funktioniert. Herney, FIR 51213, 8 und dann 27. Bringen wir hin. 8, 27. Hinter RE. Ich muss sagen, ist ein nettes Stellwerk. In der Region sind auch 14 Leute unterwegs, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Keiner von den Leuten, das ist aber mein Nachbar momentan. Ibbenbüren nach Bünde. Einmal eine Durchfahrt. Das ist kein Problem. Und der Zug ist erledigt. Gleis 14. Vom unteren Bahnhof nach Achmer. Wofür spricht das richtig aus? Ah, fährt dann da oben rein. Und erledigt. Oberer Bahnhof 3, Diepholz. Intercity. Und Ausfahrt ist da. Das nächste ist nochmal der 13er. Der möchte in die Abstellung. Kriegen wir auch hin. Alles möglich hier. Ja, Stichwort Industrien. Wir haben da Schöller, wir haben da VW. Ich denke mal, das wird Volkswagen sein. Dann haben wir Oro oder Oreo, je nachdem, was es nennen will. Was haben wir noch? Wir haben den Hafen, wir haben die Stadtwerke. Oben Werkstatt, BW haben wir hier oben. VBF? Keine Ahnung, was das ist. Und da schreibt gerade jemand. Okay, nichts Interessantes. URS 1 ist aufgetaucht. Er möchte über die Bremer Kurve zur Werkstatt. Wo ist die Werkstatt? Ach, das ist da hinten. Gut, in die Kurve lasse ich dich mal rein. Da blinkt noch ein Display. Das werde ich mal ignorieren. Bis da ein Zug wieder durchfährt. Das ist aber doof, dass der 8er jetzt da reinfährt. 51213. Aber willst du nicht vielleicht... nach da oben fahren. Da hätte ich dich irgendwie gern lieber. Dann fährst du da rein. Du fährst dann... nach da rein, Schierfahrt in die Werkstatt. Das sollte eigentlich passen. Oh, 524 bei dir. Hey, kommst du? Und auch der ist erledigt. Ja, auf den oberen Gleisen hier passiert dann des öfteren Personalwechsel oder Lokwechsel. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal hier oben.
Und dann, also teilweise kommt ihr da über die Kurve, bleiben da stehen, Wechsel, fahren dann wieder weiter. Oder sie kommt von Defaults, 151, 152 beim Stehen, Lokwechsel, kommt dann hier vom BW, die alten Loks genau wieder ins BW. Weiß zwar nicht, ob das immer so ist, aber in meinen Fällen war das jetzt so. Und ansonsten muss man hier unten ein bisschen aufpassen, wie man die Züge so schickt. Gut, sagt man vielleicht grundlegend, aber das passt. So. Der Achmar-Zug ist unterwegs. Glaube. Na gut, da hat jetzt eh Ausfahrt. Weil ich mir da Auto FS gemacht habe. Ich denke, das passt. Da gleich mal die Einfahrt nach Werkstatt. Ja, klingt falsch. In die Werkstatt rein. Fix your train. Gut, auch erledigt. Ja, dann sind wir jetzt auch erstmal arbeitslos. Der Kollege macht erstmal richtig lange Pause bis 17:19 auf Gleis 1 da oben. Und der 525er, der da, fährt auch erst nach 17:19 los. Haben wir noch ein bisschen Luft. Ja. Okay. Ah, da kommt ein neues Spielzeug. WFB Gleis 4. Will dann über die Schinkelkurve zum Hafen. Also hier so runter, darüber, rein in den Hafen. Ohne weiteren Halt. Ja, mache ich das über 12 oder 13? Sagen wir die 12. Gut. Das erste Lied. Wann kommt der nächste vom Hafen? Ja, so schnell eh keiner. Müssen es planmäßig. Dann schon mal einstellen. Wieso lässt du dich nicht einstellen? Ist Hafen von da unten doof oder wie? Oder kann ich dann noch mit Rangier fortreiten? Ich muss mal kurz was testen. Rangierfahrt only. Ja gut, machen wir das so. Bünde nach Ippenbüren. Gleis 12 einmal anhalten. Jo, das war gerade alles umsonst. Bora, sei mal nicht so überfleißig mit deinen Fahrstraßen.
Gut, bleibt da stehen. Ibbenbüren, du fährst nach Bünde. Gleis 11 einmal anhalten. Wie kommst du? Und Hörne nach Diepholz, einmal Durchfahrt. Tun Sie was Langweiliges, fahren Sie einfach durch. Ja, zeitentechnisch minus 36, plus 17, plus 6, plus 5, minus 8, ein paar Minus. Ja, sind doch ein paar Verfrierungen, aber ansonsten sieht es ja noch gut aus. Nicht ganz so schlimm wie in Gießen, wer die Folge angesehen hat. Es war ein bisschen fies, als ich da die Gleissperre gekriegt habe, wegen den Verwerfungen. Und ich habe nochmal nachgeschaut mit diesem UFGD. Ich glaube, ich habe das nicht falsch gemacht. Tja. Das Einzige, was da gestanden ist, man kann jetzt nicht so ein Einfahrsignal machen. Ich müsste mir das echt nochmal Gießen angucken. Ansonsten glaube ich, wäre vielleicht doch Ersatzsignal die way to go gewesen. Auch wenn die Züge dann halt extra langsam fahren. Noch einer von Bünde. Nach RBF Oro 2. Das ist da unten. Das ist easy. Fahren Sie da rein, bitte. Ah, noch einer von Hörne. Auch am Durchrauschen. Es ist ja langweilig. Aber gut. Fahren Sie mal durch. Der Bereich da unten, der würde mich mal interessieren, wie der in echt aussieht. Ich glaube, die sieht spaßig aus. Generell, ich glaube, ich muss mir das mal auf Google Maps angucken, das mit dem Hoch und Tief hier, mit den ganzen Kurven, das muss ja ein mega Spektakel sein hier. Als ich hier das erste Mal drin gewesen bin, da war ich schon ein bisschen überfordert mit den ganzen Kurven auf einmal. Wo ist welche Kurve, wie fährt der und warum fährt der da? Aber wenn man es dann einmal drin hat, dann geht's. ORS 1. Nach Hörne Gütergleis. Das mach mal. So, keiner da, brauche ich nicht klingeln. Los geht's. Schauen wir mal, ob der Display dann sich wieder zurücksetzt. Wenn hier der 64er reinfährt. Okay, nächsten Abfahrten. Oberer Bahnhof 14. Richtung Hafen. 12 fährt auch ab. Machen wir den 12er zuerst. Fährt in die Richtung weiter. Was dann lasse ich dich mal hier auf die 13 einfahren. Erst von 13 weiter Richtung Hafen. So, er will 525 auf 14. Machen wir dann gleich im Anschluss, so wie der da oben durchgefahren ist. Wobei, so gesehen,
ist es vielleicht schlauer, wenn der auf die 12 fährt. Na, aber weiß. Nimmt sich nichts, weil auch von der 12 muss er ja da oben drüber. Lass mal, wie es ist. Einer von Güter kommen. AOO 5. Wendet und fährt dann wieder Retour. Ja, da müssen sie jetzt leider kurz warten. So, die 11. Noch Binde. Wie kommst du? Und tschüss. Okay, er ist unterwegs. Wenn es hier heißt Stahlwerkskurve. Hat so ein Stahlwerk? Das ist Part von VW hier? Ich kenne mich einfach so überhaupt nicht aus in der Gegend da, aber wenn es jemand weiß, lasst es mich wissen. Aber ich vermute mal, es ist nur eine Vermutung, gerade mit den ganzen Brücken und Kurven da, ist es wohl eine geile Gegend für Trainspotting. Gut, er ist aus dem Weg. Meine Güter, einmal annehmen. Immer her damit. Auf Gleis 5. Wieso kommt der eigentlich auf Gütergleis? Was ist da hinten, dass der unten lang fährt und nicht oben? Hat es irgendwie Haltepunkte, die er dann nur auf dem Gleis erreicht? Eventuell? So, Gleis 1, noch Hörne. Das was? Gebe ich dir schon mal, dann ist der erledigt. 524. Der kommt, der kommt erst um 1:50. Ich würde mir die Geschwindigkeiten von den Zügen interessieren. Irgendwie da vielleicht so eine Anzeige. Ja, Zug und Zug fährt so schnell. Aber klar, ob jetzt das echte FDL ohne 10, aber war trotzdem irgendwie interessant. Wo bist du durch? Du fährst nach Winde einmal durch. Ja, wenn du meinst, dann tun sie das. Ein- und Ausfahrt zumindest eingestellt. Geht gerade gut auf mit 525, wenn der da durchfährt. Dann ist er nicht allzu spät. Gut, Abfahrt hat er eh erst um 26, also ja. Mehr als genug Luft. Wie ist das eigentlich in Deutschland rechtlich? Ich meine, der geht jetzt von einer normalen Zugfahrt in eine Rangierfahrt über. Müsste der
auf Rot auflaufen und dann kriegt er dir einen Schierfahrt oder kann eventuell das machen, dass er bei der Einfahrt hier, damit er einen Schierfahrt, das Signal gerade schon weit hat. Und er muss das sehen. Oder hat es vermutlich in seinem Fahrplan eh drin stehen. Also ich würde vermuten, dass das so geht, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Aber sicher bin ich mir da nicht. So, mein Junge, einmal bitte Gleis frei machen. Jetzt wieder weg. Kleines Stückchen noch. Wann fährst du wieder zurück? 35. Ja, okay. Jetzt haben wir gerade ein bisschen eine Zugflaute. War aber ein bisschen mehr los. Also ich da ein bisschen geübt habe. Naja, da kommt ja wieder einer. Motor 1 nach Ibbenbüren. Über die 17. Ja, gut. Stellen wir mal ein. Bünde kommt jetzt auch einer daher. CSQ. Und auf Gleis 151. Signalwechsel, wo ist 151? Ach, das ist da. Du fährst mal hier eins weiter. Dann, sobald der durch ist, fährst du da runter. Gut, 525 auf die 14 kommt. Wäre die 13 nicht irgendwie angenehmer? Gut, nimmt sich glaube ich eh nicht sehr viel Zeit hier, ob er da jetzt gerade fährt oder über die Weiche mit einer Rangierfahrt. Und damit werden wir jetzt erstmal arbeitslos. Für 772 gehen wir dann die Ausfahrt, wenn er dann hinten auf der Strecke ist. Bei der Altstadt hier. Ich komme mit den Bezeichnungen nicht ganz so klar. Warum ist Osnabrück unter der Bahnhof H-O-U? Wo kommt H-O her? Ich meine, das U und O, das macht schon Sinn. Aber ja. So, Achma kommt mit dem Zug. Hat man schon fast gedacht. Du willst auf Gleis 13 und fährst dann auf die 525. Komm, dann lass ich dich zuerst fahren. Und dann kannst du da weiterfahren. Gut, das erklärt die Frage mit 13. Ja, dann ist quasi 13 immer die Ankunft, 14 die Abfahrt. In die andere Richtung. Macht irgendwie Sinn. Zumindest für die Pendler. Damit es immer gleich bleibt. Ja, der Kollege hat auch Einfahrt. 652, wie bist du nur mit der Zeit? Er ist pünktlich. 28 Abfahrt.
Weniger als 4 Minuten. Wetter Level 17. 21. Ja, gut. Na, ah, der nächste von unten. FR 5280 nach Bünde Durchfahrt. Ja, Kollege, du musst warten. Ah, weißt du was? Stelle ich schon mal ein. So auf Verdacht. Um 8:30 Uhr die geplante Durchfahrt bei Gleis 11 und er zum Personalwechsel bis 28. Ist was? Dann werden wir hier mal SP löschen. Oder auch nicht. So, Hörne, Zug. Oh, der bleibt tatsächlich immer stehen. Auf Gleis 3. Und fährt dann weiter. Jetzt sind bevorstehende Abfahrt um 26. Ja, jetzt zurücknehmen wir ein bisschen arschig. Jetzt glaube ich, muss ich damit leben. Ja, fahrt auch ein bisschen leicht verspätet weg. Wie lange bleibst du da stehen? Bis 29. Oh, okay. Nee, weißt was? Nehme ich dir weg. Und fährst hier bitte nach oben. Ach mal, weg. Dann ist der pünktlich. Und dann fährst du auf die 13. Und der 151er meldet sich auch schon an. Das heißt, er fährt ein, der fährt aus und dann kann er durchfahren. Das ist so der Plan. Dann machen wir hier unten schon die Wiederholung. Für Ibbenbüren. Und der nächste Zug, Diepholz, du bist 142. Weil, achso, das ist das gerade hier. Auf Gleis 4. Ja, gut, können wir machen, Kollege. Und fährst dann wieder zurück nach Diepholz. Perfekt, Fahrstraße nach da oben. Du kriegst die Programmierung nach da rein. Arbeit erledigt.
Ja, schade, haben wir jetzt gerade nicht irgendwie Manöver. Was ist noch einer von Diepholz? Nee. Doch. Auf Gleis 30 für eine Überholung Intercity. Dann will ich mal diesmal richtig machen. Ja, irgendwas übersehen? Nee. Von Diepholz nach Hörne fährt der durch. DGS. Und der Intercity soll um 36 kommen. 2 Minuten Verspätung. Gut, den werde ich diesmal abwarten. Nicht, dass sie das wie letztens machen. Bünde, was willst denn du machen? RBF Oro 2, ja, das ist einfach. Dich kann ich eigentlich... Ja, ich hab's nur selber gesagt, ich soll da mal Spaß um sein mit Vorstraßen. Kannst du da unten reinfahren? Hörne Güter. Ich muss irgendwie an Hörli denken. wo bist du hin? Oro 3 über die Münsterkurve. Bring mal hin. Es ist da hinten. Gebe ich dir erstmal. ...89251. Der darf weiterfahren? Wobei, der hat 35 Minuten Verspätung. Ne, Moment mal. Du darfst nicht weiterfahren. Wir tun dich mal auf 21 abstellen. Macht das Sinn? Ich tu's mal. Und da kann der Intercity durchpfeifen. Ja, ein bisschen andere Musik. Nö, das auch nicht. So, bitteschön, einmal weiterfahren. Ja, da muss ich mir noch merken, dass 30 wieder zuerst wegfahrt. Und dann da verspätete. Schauen wir, wie das aufgeht vom Plan her. Nummer 13, 35 fährst du da 525. Ich gebe dir das schon mal. Du fährst weiter nach da drüben. Diepholz! Der Intercity ist da. Ja, du wirst jetzt noch leicht ausgebremst, Kollege.
Oh, von mir aus kriegst du Freifahrt nach Hörni. Den hätte ich vermutlich auch auf der 1 parken können, temporär. Aber da hinten ist es ein bisschen sicherer. Was willst denn du? Der will nach Oro 1. Ach, das ist da unten. Ja, das ist ja easy. Dann fährst du einmal so runter und tschüss. Nächsten Ausfahrten. 13 habe ich schon. Gleis 5 nach Hörnigüde. Was kriegst du auch? Keiner da drüben. Gibt also kein Klopfen. Ja, perfekt. Intercity-Freifahrt. Planmäßige Abfahrt um 38. Wenn wir gerade hinterher schicken. Oder weißt du was? Du kannst ja schon mal in die Pole Position. Vorzeitige Abfahrt. Fährst du mal davor. Und dann fährst du hinten im Intercity. Oder man macht den Simrail-Move. Ah, der Güllezug, der steht da schon zu lange. Der muss jetzt da vorher rausfahren. Ja, ich weiß nicht. Das war schon echt ein Moment. Schade, habe ich es nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ich es in der anderen wieder mal erzählt habe, aber eben, das war etwas. Was kommt der Polnok? Bin da gestanden, jetzt, ich glaube, Eurocity war es, neben mir verspätet der Güllezug und dann hat er den zuerst rausgelassen. Mit der Begründung, der steht da schon so lang. Was dann Psari wieder rausfischen durfte. Ach ja. Ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber trotzdem. Ist ärgerlich. Ja, besonders ärgerlich wäre es dann. Wenn du dann so die Verspätung kriegst, dass du dann dein Endziel vor Server-Neustadt nicht mehr erreichst. Es ist dann ein bisschen mehr. Klar, kriegst die Punkte trotzdem. Wenn man sagt hat, ja, ich will es aber fertig fahren, dann kannst du es nicht. Ist ja doof. Gleis 4, Diepholz. Kriegst du jetzt vorhin mal die Ausfahrt? Da habe ich ja E-Auto. Du fährst hier als nächstes raus. Du fährst als nächstes nach da. Und dann machen wir genau das gleiche. Wobei, kommt von Diepholz was? 47 CS. Der fährt aber nach Hörnigüde. Gut, dann kann ich den also so schicken, wie ich mir das vorgestellt habe. Und etwas später kommt dann aus der Werkstatt wieder was. Er fährt nach Oro 3. So, tschüss in der City. Ich wünsche eine gute Fahrt.
Wenn wir einfach in den nächsten Stunden, oder besser gesagt Minuten, Ibenbüren, Hörne, Hafen. Oh, Hafen. 43, das ist jetzt gleich mal. Ich will nach 4 da oben. Und dann nach Hörne weiter. Und da klingelt auch der Hafen. Nee, klingelt nicht, der ist einfach reinkommen. Gleis 13. Schinkelkurve. Ja, Moment. Doch, Schinkelkurve ist da oben. Passt schon. Ja, mein Gott, beschwer dich doch nicht wegen 3 Minuten. Kann ich ja nichts dafür, dass du so ewig verspielt bist. Schick dich hier schon so schnell weiter, wie ich nur kann. Wo bist du hin? Auf 11 und hältst du einmal. Okay. Siehst du, Kollege? Kriegst das Signal. Zumindest bis zum Bahnhof rein. Was passiert wohl in Stellwerksim, wenn man den Zug da so auf den Stumpfgleis hinfahren lässt? Verschwindet der dann oder bleibt einfach stehen? Und da mal Hörne. Auf die. Oh shit, der will auf die 1. Genau da, wo ich jetzt einen Güterzug hinschicke. Gut, Weiterfahrt um 18, 19. Ja. Das tut sich ganz leicht verzögern, mein Freund. Ich hätte über die 2 schicken sollen. Naja, ist wie es ist. Gibt Schlimmeres mit der Zeit. Anschlüsse verpassen die eh auch nicht. Hat er sonst genau einen Zug? Ja gut, der vom Hafen kommt, aber da braucht er selber noch einen Moment. So, siehst du, Ausfahrt. Fahren Sie mal ganz schnell raus hier. Die Bolz, da bist du über die 142. Ach, du fährst da oben drüber. Dann runter auf Güter. Das macht vermutlich Sinn von der Geschwindigkeit her. Jetzt hätte ich dich irgendwie unten geschickt. Oh, den habe ich ja eingestellt. Kann ich noch nicht weiter einstellen. Ich möchte nicht, dass die Fahrstraße für den Zug als erstes kommt. Intercity von Binde 17:50. 8 Minuten. Auf die 12. Eingestellt. Geil, der kann jetzt reinfahren. Das heißt für dich, kann ich Güter voreinstellen.
Moinsen aus Bückeburg. Wo auch immer das hier ist. 18 Leute haben wir in der Region und immer noch keinen Nachbar. Suchen wir immer genau das Stellwerk aus, was dann keinen Nachbar hat. Wobei, stimmt nicht. Im letzten Stellwerk hatte ich einen Nachbar. Später dann. Aber kriegen wir doch mal hin, dass alle Seiten besetzt sind. Und ich glaube, beim nächsten Mal werde ich mal die Störung mal ein bisschen runterdrehen. Also im Sinne von, dass sie öfter auftauchen, dass wir ein bisschen mehr Action haben. Dass ich mal ein bisschen jonglieren darf. Auch wenn ich es hasse, wenn ich eine Störung kriege. Nur viel schlimmer wie in Train Driver 2, ey. Da wirst du dann sehr schnell nervös. Gerade in einem Stellwerk, wo so richtig viel los ist. Wobei, handelbar. Ich meine, auch wenn so ein Typ-C-Blockade mal kaputt geht, ja gut, dann müssen sie halt auf Ersatzsignal fahren, dann kriegen sie halt Verspätung. Eigentlich Motto Nummer 1, Train Driver 2, darfst dich nicht so sehr stressen. Alles halb so wild. Außer Züge kollidieren. Dann haben sie vielleicht ein Problem. Aber es sollte ja auch nicht der Regelfall sein. So, vor der Werkstatt haben wir einen Zug da nach Oro 3. Wie schicke ich dich? Ich schicke dich so. Dann so, dann so. So und so. So, Gleis 11. Sofort, komplett. Oh, wie jetzt? Diepholz. Wir haben einen Nachbar. Gebe dir nicht. Genau dann, wann ich eigentlich die Session jetzt hier beenden will. Lieber Nachbar, du kommst zu spät. Da, endlich auf Gleis 4 da oben. Was soll ich dich mal verfrüht lassen? 1,50. Weißt du was? Vorzeitige Abfahrt. Kannst du da schon mal reindüsen? Bünde. Auf die 12. Ah ja, habe ich ja eingestellt. Alles gut. Das ist unter Intercity. 142. Gibt es denn sonst irgendwas zu tun? Der Vierer fährt nach Hörne. Weißt du was? Stelle ich auch ein. Erledigt. Dann ist 18, 19. Ja, ich würde sagen, an der Stelle, glaube ich, lassen wir mal mit dem Einblick hier in Osterbrück. Ist ein nettes Stellwerk. Und dann vor allem die Manöver hier am Laufen sind, macht es noch mehr Spaß. Jetzt haben wir eher gerade so einen ruhigen Moment. Aber da bin ich nach oben von mir fürs Stellwerk. Und wenn ein bisschen ein paar Background-Infos hat zu Osterbrück, gerne in die Kommentare. Das war's mit mir. Heute mal ausnahmsweise weniger Chaos, aber mal schauen, was das nächste Stellwerk dann so bringt für mich. Bis denn dann. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.